Eine Filmproduktion von Fish Science. Gefördert durch die Aktion Mensch. Bahnhof Friedrichstraße. Ein Zug fährt ein. Taubblinde in der Isolationshaft? In Deutschland leben 2500 bis 6000 taubblinde Menschen. Einige haben das Usher-Syndrom. Können Sie ein selbstständiges Leben führen oder stoßen Sie auf viele Barrieren? Leben Sie isoliert wie in einer Isolationshaft? Dieser Frage wollen wir in diesem Film nachgehen. Wir haben 6 taube Menschen getroffen und sie nach ihrem Leben, ihrer Erblindung und ihren Erfahrungen gefragt. Wir haben interessante Menschen und ihre Geschichten kennengelernt. Sabine Springer sitzt in einem Café. Ich habe schon im Sportunterricht in der Schule gemerkt, dass ich beim Volleyball den Ball einfach nicht fangen konnte. Ich habe da nicht mehr mitgespielt. Die anderen haben oft über mich gelacht. Ich habe mit meinen Eltern über meine Gleichgewichtsprobleme gesprochen. Aber sie sagten, ich würde mir das einbilden. Als ich 13 Jahre alt war, war ich mit meiner Mutter auf dem Fahrrad unterwegs. Es war sehr dunkel und ich bin oft vom Fahrrad gefallen. Sie sagte, ich solle mich zusammenreißen, weil sie Angst um mich hätte, aber das ging nicht. Ich konnte es einfach nicht richtig sehen. Ein Foto von Sabine als Jugendliche mit großer Brille. Die Kamera zeigt einen eingeschränkten Blick, wie durch eine Röhre. Man sieht eine U-Bahn-Station. Katja Fischer wird eingeblendet. Die nächste taube Person hat das Usher-Syndrom. Sie heißt Sabine Springer und kommt aus Berlin. Die Kamera zeigt aus Perspektive von Sabine das Einsteigen in eine U-Bahn. Sie benutzt einen weißen Stock. Sie sucht sich einen Platz und setzt sich. Sie schaut aus dem Fenster und sieht eine Frau vorbeilaufen. Nach einigen Stationen steht sie auf und geht zur Tür der U-Bahn. Sie drückt auf den Knopf. Katja Fischer wird eingeblendet. Die Türen öffnen sich und Sabine steigt aus. Mit dem Stock findet sie ihren Weg. Ihr Blickfeld ist eingeschränkt. Der Stock hilft ihr, sich zu orientieren. Mit dem Usher-Syndrom ist es nicht einfach. Die Kamera zeigt wieder einen Röhrenblick aus Sabines Perspektive. Sie läuft auf einem Bürgersteig. Katja Fischer wird eingeblendet. Sabine bewegt den Kopf oft hin und her. Sie muss genau gucken. Hörende können sich mit Hilfe von Geräuschen orientieren. Taube nutzen ihren Sehsinn. Taube, die das Usher-Syndrom haben, müssen besonders viel schauen, genau aufpassen und sich dabei sehr konzentrieren. Sabine Springer sitzt wieder im Café. Als ich mein zweites Kind geboren habe, wurden meine Augen noch schlechter. Oft, vor allem im Winter, konnte ich meine Kinder manchmal nicht finden. Dann habe ich laut gerufen. Meine Kinder waren noch so klein. Ich habe dann schnell hin und her geschaut, bis meine Kinder mich berührt haben und gelacht haben. Mama, ich bin noch da, sagten sie. Da habe ich mir dann schon Gedanken gemacht. Mein zweiter Sohn ist mir einmal sehr schnell entgegengekommen, als ich einen heißen Topf getragen habe. Wir sind zusammengestoßen und seine Schulter wurde sehr verbrannt. Ich habe ihn schnell in kaltes Wasser gesteckt. Ich merkte immer mehr, dass etwas nicht stimmte. Ich stolperte oft und stieß mir den Kopf. Ein altes Bild von Sabine und ihren Söhnen. Als ich 30 Jahre alt war, sah ich eine Folge von Sehen statt Hören. Ich habe dann Informationsmaterial bestellt. Ich lasse darin sehr vieles, was mir auch schon passiert war. Sabine steht auf einer Brücke und schaut aufs Wasser hinaus. Der Himmel und das Wasser sind grau. Sie hält eine Brille in der Hand und dreht sich damit zur Kamera. Das ist eine Simulationsbrille. Die Gläser der Brille sind abgeklebt. Man sieht nur durch einen kleinen Kreis. Das ist mein Sichtfeld. Mein Gesichtsfeld umfasst nur 20%. Wenn ich so parallel auf der Brücke stehe, kann ich zum Beispiel das Brückengeländer nicht sehen. Ich muss meinen Kopf bewegen und bewusst hinschauen. Dann kann ich es sehen, sonst nicht. Die Kamera schwenkt zu Katja Fischer. Gibst du mir bitte die Brille? Ich möchte sie gern testen. Ich kann die Brücke nicht mehr sehen. Ich kann nur geradeaus schauen. Nach oben und unten kann ich auch nichts sehen. Das ist interessant. Das muss ich mir anschauen. Jetzt kann ich dich wieder sehen. Katja läuft einige kleine, unsichere Schritte mit der Brille. Oh, das ist ganz schön anstrengend und verwirrend.
Ah, da ist die Kamera. Hallo? Wenn ich die Autos sehen will, muss ich den Kopf drehen. Aha, da ist der Bürgersteig zu Ende. Da würde ich glatt drüber fallen. Das passiert echt schnell. Katja überquert mit der Brille die Straße. Ja, und da bin ich fast gestolpert. Man muss echt gut aufpassen. Sabine im Café. Wenn andere nicht gebärden können, muss ich vom Mund ablesen. Das ist sehr anstrengend und ich bin sehr angespannt. Durch diese Belastung sehe ich alles verschwommen. Blick mit einem geschränkten Sichtfeld. Hallo, kannst du mich sehen? Zurück im Café. Mein Freund sagt mir oft, dass die Nachbarn denken, dass ich unfreundlich bin. Wenn sie mich grüßen, dann grüße ich nicht zurück, sondern gehe wortlos an ihnen vorbei. Er wurde auch schon gefragt, ob seine Freundin Alkoholikerin ist, weil ich immer so schwankend laufen würde. Er sagt dann, nein, sie hat das Usher-Syndrom und Gleichgewichtsprobleme. Aber die Leute bleiben skeptisch. Für meinen Freund ist das schwierig. Er muss immer wieder viel erklären. Tja. Ein Gruppenfoto der Taubblinden-Demo in Berlin. Sabine und viele andere tragen schwarze T-Shirts mit der gelben Aufschrift Anerkennung von Taubblindheit. Sabine auf der Straße, sie faltet den Langstock auseinander. Dieser Stock gibt mir Sicherheit. Ich merke, wenn ich ohne Stock unterwegs bin, muss ich noch mehr aufpassen und viel mehr gucken. Vor allem, wenn mir viele Leute entgegenkommen. Sabine läuft mit dem Stock über Kopfsteinpflaster. Katja Fischer wird eingeblendet. Wenn der Boden uneben ist, wackelt es sehr unangenehm. Wenn er glatt ist, fühlt man sich angenehm sicher. Unebener Boden ist schwierig fürs Gleichgewicht. Sabine. Ich bin aus der S-Bahn ausgestiegen und die Treppe hoch. Dort habe ich einen Stand mit Obst und Gemüse gesehen. Ich habe gesehen, dass der Boden frei war. Ich habe meine Sachen eingepackt und wollte zur Kasse zum Bezahlen. In der Zwischenzeit hatte aber ein Mann eine Holzkiste auf den Boden gestellt und ich bin drüber gefallen. Das gab einen bösen Schlag, mir wurde sehr schwindelig. Ich hatte einen Schock. Alle Leute kamen auf mich zu und wollten mir helfen. Es war so peinlich. Schon als ich jung war, bekam ich die EU-Rente, weil ich das Usher-Syndrom habe. Das Problem ist, ich war so jung und schon in der Rente, deshalb bekomme ich auch wenig Geld und nur so viel wie Hartz IV. Das reicht nicht fürs Leben. Deshalb muss ich zusätzlich Geld als Gebärdensprachdozent verdienen. Ich glaube, in ein paar Jahren muss ich aber damit aufhören. Die Belastung ist einfach zu hoch. Mein Traum wäre es, wieder in meinem alten Beruf zu arbeiten, Verwaltungsangestellte. Da kann ich mich in Ruhe auf meine Arbeit konzentrieren und das wäre schön. Ich hoffe, dass es klappt. Drei Personen im Café. Links eine junge Frau, in der Mitte ein junger Mann, rechts Katja Fischer. Was kann er selbst sehen und hören? Katja fragt, wie du gerade siehst. Was? Was kannst du sehen? Eddie spricht der jungen Frau ins Ohr. Sie übersetzt in Gebärdensprache. Licht und helle Bereiche kann ich sehen. Kannst du sagen, wo du gerade Licht siehst? Was? Wo siehst du das Licht? Kannst du das sagen? Ah, er sagt, Licht kann ich sehen, vor allem die Sonne spüre ich ja. Ah, hell kann er sehen. Wie ist es mit Formen seiner Umgebung? Räumen? Selten, sagt er, selten. Manchmal wird sein Bild klarer, dann kann er zum Beispiel Gesichter erkennen, wenn sie ganz nah sind. Und sag mal, wie sieht es mit dem Hören aus? Ja, genau. Der junge Mann spricht nun etwas lauter und zeigt mit dem Daumen nach oben. Immer wieder mal besser. Heute so, morgen so, ist mehr so Tagesform, sagt er. Neulich war zum Beispiel der Fernseher sehr laut, den habe ich dann gehört. Foto des jungen Mannes in einer Menschengruppe. Er läuft und lärmt mit einer Frau. Bahnhof. Ein Zug fährt ein. Weiße Schrift wird eingeblendet. Wolfgang Amadeus Hauck, Spreewald. Katja Fischer wird eingeblendet. Der Zug fährt ein, wer steigt dort aus? Es ist Eddie Wolfgang Amadeus Hauck. Er ist taubblind und kommt aus dem Spreewald. Seine Assistentin ist auch seine Freundin. Sie sind zusammen aufgewachsen. Laura Schwenkbär. Der Zug hält, die Türen öffnen sich. Beide steigen aus. Laura mit einem Koffer voran. Sie bleiben auf dem Bahnsteig stehen. Laura tippt Eddie ins Gesicht. Eddie freut sich. Katja Fischer wird eingeblendet und übersetzt in Gebärdensprache. Herzlich willkommen in Berlin. Ja, ich freue mich. Wie lange bleiben wir? Übers Wochenende? Laura und Eddie fahren mit der Rolltreppe nach unten. Sie laufen zu den Schließfächern. Laura legt Eddies Hand auf die Tür eines Schließfaches. Er öffnet es. Sie zeigt ihm den kleinen Koffer auf dem Boden. Er nimmt ihn hoch. Laura zeigt ihm das geöffnete Schließfach.
Mit ihrer Hilfe stellt Eddie den kleinen Koffer in das Fach. Sie lehnt an den Schließfächern und hält Eddie ein Portemonnaie mit vielen Fächern und Geldmünzen hin. Eddie nimmt eine Münze. Finde ich nicht. Guck nochmal hier. Laura zeigt Eddie ein anderes Fach im Portemonnaie. Eddie findet eine richtige Münze und gibt sie Laura. Er steckt die anderen Münzen zurück ins Portemonnaie. Laura nickt und gibt Eddie die richtige Münze zurück. Er prüft sie erneut. Laura legt seine Hand auf den Münzschlitz am Schließfach. Ein Foto von Eddie an einem Tisch mit Münzen und einer blauen Geldschablone. Eddie und Laura laufen über einen Platz und gehen in den U-Bahnhof. Sie setzen sich auf eine Bank. Laura laumt Eddie. Katja Fischer wird eingeblendet und übersetzt in Gebärdensprache. Noch einkaufen? Die Bahn kommt. Sie stehen auf und gehen zur Bahn. Sie sitzen nebeneinander. Sie unterhalten sich. Laura tippt Eddie ins Gesicht. Katja Fischer wird eingeblendet und übersetzt. Weißt du noch, wie oft du schon in Berlin warst? Was glaubst du? Ich weiß nicht. Ich denke 10 Mal, stimmt's? Zurückbleiben bitte. Was glaubst du? Kann sein. Okay. Sie steigen aus, Laura voran. Sie hält Eddie an den beiden Armen und läuft rückwärts. Vor der Treppe machen sie einen Seitenwechsel. Eddie greift ans Geländer. Sie laufen nach unten die Straße entlang und kommen an eine Ampel mit Vibrationsfunktion. Eddie legt eine Hand auf den Schalter, er macht die Gebärde für warten, sagt etwas. Katja Fischer wird eingeblendet und übersetzt. Die Ampel ist grün. Komisch, es vibriert nicht. Kaputt. Ein altes Foto von Eddie als Kind wird eingeblendet. Darunter steht W.A.Eddie. Die Kamera zeigt den Eingang eines Einkaufszentrums. Laura, Eddie und Katja sitzen wieder in einem Café. Katja Fischer gebärdet, Laura übersetzt für Eddie. Bist du immer allein oder hast du auch eine Begleitung? Und wer begleitet dich dann? Mit Mama ins Geschäft gehen wir dann, sagt er. Und was machst du, wenn du zu Hause bist? Moment. Also entweder beschäftige ich mich mit meinen Massagesachen, sagt er, oder, Moment, überleg noch. Oder ich gehe mit Mama zusammen ins Internet und surfe darum. Eddie und Laura laufen durch ein Einkaufszentrum. Sie unterhalten sich. Katja Fischer wird eingeblendet und übersetzt. Ab ins Sunnyhaus? Ja, ab ins Sunnyhaus. Eddie tastet einen künstlichen Weihnachtsbaum mit großen goldenen Kugeln und Sternen. Laura steht daneben. Sie führt seine Hand am Baum entlang nach oben. Sie benutzen die Sprache im Gesicht. Katja Fischer wird eingeblendet und übersetzt. Ist das ein Kaktus? Nein, nein. Eine Pflanze? Ja, und was passt gerade zur Zeit? Was haben wir gerade? Eddie tastet eine große goldene Weihnachtskugel am Baum. Was ist das denn? Ach so, ein Weihnachtsbaum. Ja, genau. Und so ist die Gebärde für Weihnachtsbaum. Laura bewegt ihre Hände im Zickzack nach unten wie eine Tanne. Eddie legt seine Hände auf ihre und fühlt. Herr Schön, jetzt kommt. Eddie sitzt in einem Sanitätshaus auf einer Bank und zieht seine Jacke aus. Laura steht dahinter und nimmt sie ihm ab. Sie gehen zusammen zu einer Wand. Eddie hält eine große Halbkugel mit Noppen in der Hand. Er sieht glücklich aus. Sie reden mit dem Tippen ins Gesicht. Katja Fischer wird eingeblendet und übersetzt. Der ist schön. Ist der gut? Ja, aber ich will noch weiterschauen. Verschiedenes ansehen. Okay, dann schauen wir weiter. Sie unterhalten sich an der Kasse. Katja Fischer wird eingeblendet. Ein blauer kommt noch dazu. Können Sie uns bitte eine Tüte geben? Das wird eine große Tüte für dich. Ein Foto von Eddie auf einem Sofa wird eingeblendet. Er rollt einen blauen Massageball zwischen den Händen. Er guckt ihn an. Zurück im Café. Was möchtest du später mal machen? Katja fragt dich, was du später mal machen möchtest. Meinst du als Beruf? Ich will Masseur werden. Ah, Masseur. Im Sanitätshaus? Eddie hält ein Massagegerät in der Hand. Da ist noch Papier drum. Wofür ist das? Zurück im Café. Was sind das für Zeichen, die ihr im Gesicht macht? Kannst du uns ein Beispiel zeigen? Kannst du Katja ein Beispiel aus der Geheimsprache zeigen? Ja, welches? Vielleicht das M? M?
das Zeichen kommt vom Mund. Also eigentlich geht es so mit nur drei Fingern. Und Eddie, zeig mal das N. Hm. Genau, hm. Dann eben nur mit zwei Fingern auf der Nase, wegen der Nase. Das Zeichen sieht eigentlich so aus wie das geschriebene N mit zwei Bögen, aber ich mache das nicht. Ich glaube, ich nuschel irgendwie. Aber das ist nicht Lom, oder? Genau, das muss man trennen. Lom ist auf der Hand und Geheimsprache im Gesicht. Beides sind Fingeralphabete, aber die Geheimsprache ist eben ein ganz anderes System. Zwei Männer sitzen im Café nebeneinander. Als ich 18 Jahre alt war, wollte ich meinen Führerschein machen. Aber ich durfte nicht, weil das Usher-Syndrom diagnostiziert wurde. Das war ein Schock. Ich fragte mich, hat es mein kleiner Bruder auch? Meine Eltern sorgten sich sehr. Ob er es wohl auch hat? Er war auch taub und wir wussten nicht warum. Also erstmal kein Führerschein. Usher hat mit den Genen zu tun. Was war also mit ihm? Wir hatten Angst und ließen es untersuchen. Anfangs war es noch nicht klar, es war nur so ein Verdacht. Aber ein, zwei Jahre später war es sicher. Er hat auch das Usher-Syndrom. Ich konnte also keinen Führerschein machen und dachte ja immer eher schon, wenn er größer ist. Aber dann war klar, er wird das auch nicht können. Erst war er sehr erstaunt und dann gewöhnte er sich aber dran. Das änderte auch seine Einstellung. Er konnte seine Freunde informieren. Das konnte ich ja alles nicht. Ich war schon aus der Schule raus und hatte schon einen anderen Freundeskreis. Er hatte seinen noch. Das ist ein Unterschied für das soziale Umfeld. Ja, es stimmt. Ein altes Foto von einem Mädchen und einem Jungen am Tisch. Sie umarmen sich. Die beiden Männer laufen einen Weg entlang. Weiße Schrift wird eingeblendet. Dieter und Uwe Zelle, Nordrhein-Westfalen. Die nächsten beiden sind Brüder. Beide sind taub und beide haben das Usher-Syndrom. Zuerst Dieter Zelle, danach Uwe Zelle mit dem Stock. Beide sind aus Nordrhein-Westfalen. Heute bin ich 53 Jahre alt. Mit 18 Jahren hatte ich etwa 80% Sehkraft mit 30% mehr Gesichtsfeld als heute. Das wurde aber immer schlechter und heute sehe ich links noch 40% und rechts nur noch 10. Beim Test zur Messung des Gesichtsfeldes schaue ich auf ein schwarzes Loch. Ich soll es genau anschauen. Dann wird mit einer Lampe getestet. Sie wird von einer Seite in mein Gesichtsfeld geführt. Sobald ich sie sehen kann, drücke ich auf einen Knopf. Das gleiche wieder von unten. Daraus kann mein Gesichtsfeld errechnet werden. Man misst dann, wie viel ich sehen kann, also wie groß das Gesichtsfeld ist. Mir wurde gesagt, wie viel Grad es sind, so 15-20%. In der Mitte beginnt mein Gesichtsfeld bei 0 und geht dann bis 180. Ein normaler Mensch hat ein Gesichtsfeld von 140 bis ca. 180. Ich arbeite jetzt schon seit 33 Jahren durchgängig als Bankkaufmann. Das heißt stundenlang am Computer, das ist total stressig und sehr anstrengend für die Augen. Und manchmal verschwimmt dann auch das Bild. Eigentlich brauchen meine Augen Erholung. Früher habe ich mich sehr auf den Gebärdensprachunterricht für Hörende konzentriert. Jetzt erweitere ich meinen Unterricht auch mit dem Thema Taubblindheit. Ich unterrichte zum Beispiel in der Ausbildung für Taubblindenassistenten, zum Beispiel taktiles Gebärden, Umgang mit taubblinden Menschen oder Menschen mit Usher. Wie sitze ich richtig beim taktilen Gebärden, welche Haltung ist gut und auch noch andere Themen. Ich möchte auch sehr gerne noch mehr unterrichten. Es ist auch wichtig, dass ich selbst als Betroffener etwas dazu sagen kann. Foto von Uwe beim Unterrichten. Er gebärdet. Dieter und Uwe zurück im Café. Ich erinnere mich noch genau, ich holte mir viele Zeitungen und stieg in den Zug ein. Und plötzlich hielt dann der Zug irgendwann, ich wunderte mich, aber dann fuhr er auch schon weiter. Ich las die erste Zeitung, legte sie weg, nahm mir die nächste vor, doch dann hielten wir wieder und diesmal standen wir auch ewig. Und ich überlegte noch, ist heute nicht der 1. Mai? Feiern die Leute? Plötzlich kamen zwei Polizisten, sie liefen vorbei, es waren so Streifenpolizisten. Und ich dachte, ja, weiter hinten saufen sie bestimmt, ich machte mir da nichts draus und las dann einfach weiter. Aber irgendwie hatte ich doch so ein merkwürdiges Gefühl und war auch irgendwie neugierig. Also drehte ich mich um und da stand auch schon so ein Polizist direkt vor mir. Er sprach mit mir und ich sah ihn nur verwundert an. Ich zeigte ihm dann einfach meine Wertmarke zum Schwerbehindertenausweis und dann wurde der Schaffner wahnsinnig rot und die Polizisten verschwanden lachend. Ich habe da noch lange drüber nachgedacht und dachte dann, während ich die Zeitung gelesen habe, hat der Schaffner wohl mit mir gesprochen. Ich habe nicht reagiert, die Zeitung weggelegt, die nächste genommen. Er hat mich einfach nicht auf die Schulter getippt.
Der Schaffner ist dann wohl sauer geworden, hat sich tierisch über mich aufgeregt, weil ich nicht geantwortet habe. Und dann hat der Schaffner einen ganz falschen Eindruck, weil er dachte, ich ignoriere ihn und zeige ihm einfach die Fahrkarte nicht. Und deswegen holt er dann wohl die Polizei. Aber ich habe es einfach nicht mitbekommen. Laura, Eddie und Katja im Café. Eddie hält Katjas Finger. Mama. Eddie lauert auf Katjas Hand. Laura und Katja gucken auf die Hand. Laura tippt Eddie an. Hä? Aber sie ist doch taub, oder nicht? Ja, aber sie benutzt Gebärdensprache und nicht das Laumen. Aber warum kann sie denn nicht laumen? Also, Eddie war verwirrt. Er dachte, dass Taube automatisch laumen können. Aber ihr gebärdet ja. Und nun? Zurück bei Dieter und Uwe im Café. Durch die Selbsthilfegruppe in Recklinghausen. Also das ist sozusagen eine Selbsthilfegruppe. Sie heißt Taubblindentreff. Der Leiter ist Hören, die Leute sind taubblind. Und ich war neugierig, bin da einfach mal hingefahren. Dort wird nur gelormt. Das war ganz interessant. Also, ja gut. Später wurden meine Augen dann noch schlechter durch US. Das bedeutet Ascher. Mhm. Also taub und nicht RP. Das hat nämlich mit Taubheit nichts zu tun. Okay. Dann bin ich nochmal nach Recklinghausen gefahren und vorher liebte ich DGS. Ich hatte für die Anerkennung mitgekämpft. Ich war bei den Demos dabei. München, Hamburg. Ich war immer dabei. Und das hat mich auch unheimlich motiviert. Dann bin ich also nochmal zu dem Lormen-Treff gefahren und habe mir das angeschaut. Und dann haben sie gesagt, dass sie auch Ascher haben. Und das hat mich total verwundert, weil alle hatten Ascher, aber gebärdeten nicht. Und ich liebte doch Gebärden. Ich hatte so viel dafür gekämpft und dann sie. Also, ich meine, wenn ich jetzt laume, dann kann ich ja auch irgendwie das Kämpfen für die taktilen Gebärden doch lassen, oder? Also, es hat mich verrückt gemacht und auch völlig unsicher. Laura, Eddie und Katja sitzen im Café. Katja laumt auf Eddies Hand, Laura unterstützt sie. Nochmal. Katja wischt über Eddies Handfläche und schüttelt mit dem Kopf. K-A-T-I. Zweimal. J-A. Zurück bei Dieter und Uwe im Café. Mir war am Anfang vieles gar nicht klar. Ich habe viel nachgedacht und habe dann irgendwann gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Also der hörende Leiter ging und ich habe dann die Gruppe übernommen. So ein neuer Weg. Dann habe ich Ines getroffen, die ist auch taub und die hat mir empfohlen, mal nach Amerika zu gehen. Ich hatte vorher schon das Gefühl, sie brauchen das irgendwie. Alle sagten, nein, Lorm ist uns genug, das klappt gut und auch die Kommunikation mit den Assistenten, aber ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen. Ich bin dann also nach Amerika gefahren und dort war Lorm total unbekannt. Sie kannten nur das taktile Gebärden. Ach so, dachte ich, ja, das ist also dann ihre Sprache. Ich konnte meine Hände auf ihre legen und das fühlen. Das war wirklich super, total praktisch, es geht total schnell und man konnte es schon verstehen. Jetzt noch nicht perfekt, aber schon gut. Ich bin dann später nach Deutschland zurück und war total motiviert. Ich wollte die Situation hier unbedingt ändern, so wie bei der Aktion Gebärdensprache macht stark bei der Demo. Und als ich hier mit Gehörlosen dann taktil gebärdet habe, hat es am Anfang nicht so gut funktioniert, schwer zu verstehen und so. Aber Taubblinde und Taube in den USA sind damit einfach aufgewachsen, haben ganz andere, sensiblere Hände dafür. Wir in Deutschland haben das nicht. Das ist ganz anders. Wir sind ja viel später dran, auch mit dem Fingeralphabet. Wir buchstabieren ja nur unseren Namen und das war's. Der Rest läuft über Gebärden, Mimik, Mundgestik und so. Wir benutzen keine taktilen Gebärden. Und dort war es Lorm unbekannt und dann habe ich auch erst verstanden, dass wir uns in Deutschland hier einfach viel zu stark aufs Lorm konzentriert haben. Das ist mir erst so in Amerika richtig klar geworden. Katja mit Eddie und Laura im Café. Sie hält ihre Hand mit einem weißen Handschuh in die Kamera. Er hat Linien und Punkte drauf. Sie tippt auf die Fingerspitzen. A, E, I, O, U, T, S, T, K, Sch, F, Z, C, H, X. Und hier am Rand, da steht die Firma aus der Schweiz. Man kann ihn kaufen. Zurück bei Uwe und Dieter. Helen Keller hat einen Satz geprägt. Blindsein trennt von den Dingen, Taubsein trennt von den Menschen. Wenn ich da so richtig drüber nachdenke, ist das so ähnlich wie Lormen trennt die Taubblinden von der Gehörlosengemeinschaft. Weil vor 20, 30 Jahren hatten die Tauben gar keine Ahnung von Taubblinden, weil die ja nur gelormt haben. Dadurch haben die Tauben kaum Zugang zu Taubblinden bekommen. Und beim Lormen brach die Kommunikation oft ab. Das hat sie getrennt. Und heute ist die Entwicklung rückläufig. Taube und Taubblinde wachsen wieder mehr zusammen durch das taktile Gebärden. Das verbindet sie. Gebärdensprache ist wichtig für Taube und auch Taubblinde.
Ein Mann und eine Frau auf einem Sofa. Weiße Schrift. Birgit und Andreas Liebke, Berlin. Katja Fischer wird eingeblendet. Hier lernen wir eine Frau mit ihrem Partner kennen. Die beiden sind verheiratet. Birgit und Andreas Liebke wohnen in Berlin. Ich hatte vor 18 Monaten einen Schlaganfall. Seitdem ist auch mein Sichtfeld sehr stark eingeschränkt. Ich sehe in einer Art Trichterform. Ausgerechnet wir beide als Ehepaar haben beide Schwierigkeiten beim Sehen. Das Hochzeitsfoto der beiden. Birgit trägt ein weißes Kleid und Blumen. Andreas einen schwarzen Anzug und ein weißes Hemd. Birgit skypt mit einer Frau. Hallo. Hallo. Gut. Also ich wollte dich fragen, ich habe ein Problem. Ich möchte ein Oberteil kaufen, aber ich kann die Farben nicht so richtig sehen. Okay, verstehe. Ja. Hättest du heute Zeit, könntest du mit mir einkaufen gehen? Ja, wann denn? Also um 13 Uhr. Okay, dann schlage ich vor, ich komme zu dir und hol dich ab. Birgit auf dem Sofa. Zum Beispiel früher in der Schule, da gab es einen Mitschüler, der wusste Bescheid. Er wusste, dass ich schlecht sehe. Er sagte, ich sehe immer weniger, weil ich nicht sah, wenn er mir winkte. Er hatte dafür als einziger Verständnis. Viele andere verspotteten mich deswegen. Sie sagten, ich sei doof. Aber er half mir und sagte ihnen, dass ich von Ascher betroffen bin und schlecht sehen würde. Ich hätte das selbst sagen sollen. Aber damals war ich einfach zu schüchtern. Ich schämte mich. Heute muss ich es eben offen zugeben. Ein Schwarz-Weiß-Foto von Birgit als kleines Kind mit einem weißen Kleid. Die Kamera zeigt Birgits eingeschränkten Blick. Andreas sitzt auf dem Sofa mit der Fernbedienung in der Hand. Birgit setzt sich zu ihm. Okay, Gudrun kommt morgen um 13 Uhr. Ich schaue noch ein bisschen fern. Katja Fischer wird eingeblendet. Wenn Birgit durch ihre Wohnung geht, dann fühlt sie sich wohl und sicher. Sie kennt alle Wege und kann alles gut erkennen. Draußen auf der Straße ist alles anders. Da ist sie nicht so sicher. Birgit läuft durch ihre Wohnung und geht in die Küche. Sie holt sich ein Glas aus dem Schrank. Die Kamera zeigt ihren eingeschränkten Blick. Sie schenkt sich ein Glas Wasser ein und setzt sich damit an den Schreibtisch. Meine Frau mit ihrem Ascher hat schon öfter mal ein Glas oder Besteck runtergeworfen. Und wenn ich mal Stress habe, dann habe ich auch schon oft mal mit ihr geschimpft. Ist für sie aufgehoben und gesagt, dass sie doch mal aufpassen muss. Wenn ich einen guten Tag habe, dann habe ich mehr Verständnis. Wir mussten oft Dinge aufheben. Jetzt, nachdem ich selbst den Schlaganfall hatte und mein Sichtfeld auch eingeschränkt ist, stelle ich selbst mal was daneben und mir fällt auch mal was um. Sie sagt dann, siehst du, wie oft hast du mich dafür kritisiert? Da bin ich dann sprachlos und muss mich entschuldigen. Es ist eben alles neu für mich und jetzt streiten wir auch nicht mehr drüber, sondern lachen einfach. Wir sehen das beide positiv. Birgit sitzt am Computer. Katja Fischer wird eingeblendet. Im Büro auf dem Bildschirm ist die Schrift nicht klein, sondern ganz groß. Was schaut sich Birgit denn da an? Ah, sie möchte ins Kino gehen, in den Film Lautlose Flucht. Nachher bespricht sie mit ihrer Assistentin, wie sie am besten ins Kino gehen kann. Andreas öffnet die Tür. Hallo, ja danke, ich bin gut hergekommen. Ich möchte eine Frau abholen. Gudrun ist da, deine Assistenz. Gut, hallo, nimm Platz. Hallo, was schaust du dir da gerade an? Ich suche gerade im Internet nach Kinofilmen, die demnächst kommen. Ich würde vorschlagen, dass wir beim Veranstalter nachfragen, ob Ascherbetroffene und Sehbehinderte vorher rein dürfen und sich einen Platz aussuchen können, noch bevor die anderen kommen. Mein Vorschlag wäre, wenn du einverstanden bist, dass ich mit ihm Kontakt aufnehme. Ich würde ihm dann vorschlagen, dass wir so eine halbe Stunde vorher reingehen und du dir einen Platz aussuchen kannst. Was meinst du? Birgit nimmt ihre Jacke aus der Garderobe. Sie reicht Gudrun ihren Rucksack. Ah, mir fällt gerade ein, ich zeig dir mal diese Hülle für deinen Rucksack. Gudrun gibt Birgit eine orangefarbene Hülle für den Rucksack mit einem Männchen mit einem Blindenstock und Reflektoren drauf. Na prima. Sie machen die Hülle an den Rucksack und verlassen die Wohnung. Gudrun schließt die Tür. Birgit macht das Licht an. Katja Fischer wird eingeblendet. Bis jetzt war sie in der Wohnung, wo es für Birgit angenehmer ist, sich zu bewegen. Jetzt gehen die beiden nach draußen auf die Straße.
Mit der Assistenz fühlt sie sich wohl und sicher. Die fahrenden Autos brauchen sie nicht zu sorgen. Sie hat ja ihre Assistenz. Die Kamera filmt aus Birgits Perspektive. Die Hände sind nur ab und zu sehen. Okay, du möchtest einkaufen gehen. Wohin gehen wir denn? Geradeaus, da lang. Okay, ja, Kaufland. Okay. Ich möchte dir eine Assistenztechnik zeigen, bei der ich nach vorne und du nach hinten mit mir gehst. Wenn ich einmal den Arm bewege, dann weißt du, dass du auf die andere Seite gehen sollst. Genau. Auf welcher Seite läufst du immer? Da, okay. Beide laufen los. Andreas kommt nachgelaufen und nimmt seine Frau an die freie Hand. Sie laufen die Straße entlang. Im Supermarkt holen sie einen Einkaufswagen und nehmen ihn mit dem Fließband nach oben. Sie stehen vor einem Regal mit Kleidung, Schals und Handschuhen. Schau mal, das ist ein Oberteil mit schönen Farben. Gudrun gibt Birgit eine Verpackung in die Hand. Gut, Vlies, das ist gut. Und die Farbe? Ist es warm, Vlies? Ja. Und die Farbe rot? Nein, nicht rot, das ist lila, Fuchsia, so ein gedecktes Lila, eine schöne Farbe. Ah, Fuchsia, das kenne ich. Und was kostet er denn? Ich schaue mal unten nach, es kostet 24,95 Euro. Sie stehen an der Kasse in der Schlange. Das ging jetzt echt schnell. Aber ohne dich als Assistentin hätte ich dafür viel mehr Zeit gebraucht. Vielen Dank für deine Begleitung. Gern. Sie verlassen den Supermarkt. Birgit trägt Einkaufstaschen. Ah, jetzt ist es schon dunkel. Jetzt müssen wir taktil gebärden, weil ich es jetzt nicht mehr sehen kann. Ja, ich weiß. Ich bringe dich jetzt nur noch nach Hause und dann sind wir auch fertig. Sie gehen nach Hause. Kommt da die Stufe? Ich gehe hier hoch, dann bist du heller. Ja, gut. Okay, wir sehen uns. Ja, vielen, vielen Dank. Birgit auf dem Sofa. Für mich ist es ein Problem, wenn eine Gruppe von Menschen sich über verschiedene Themen unterhält. Damit komme ich nichts mehr mit und muss immer fragen. Ich schaue dann zum Beispiel eine Person an und frage sie dann, worum geht's. Dann bekomme ich eine Antwort und finde es auch interessant, aber dann gebärdet schon der Nächste und ich bekomme wieder nichts mehr mit. Es ist anstrengend, immer allen Bescheid zu sagen. Alle gebärden so schnell, das ist nicht so einfach. Ein Foto mit einer jungen Frau wird eingeblendet. Sie sitzt in einem Zahntechniklabor vor Materialien. Andreas auf dem Sofa. Ich kann in meinem Beruf nicht mehr arbeiten, denn ich bin Tischler. Das bedeutet Maschinen, Fräse, Kran, Hebebank, das sehe ich ja alles schlecht. Und die Gefahr ist einfach zu hoch, dass ich das übersehe und mich dadurch schwer verletze. Wenn ich zum Beispiel am Computer arbeiten würde, dann könnte ich ja weiterhin damit arbeiten, mich in Ruhe auf den Bildschirm konzentrieren. Okay, aber ausgerechnet in meinem Beruf habe ich halt Pech gehabt. Und jetzt muss ich schauen, ob ich in Rente gehe oder was anderes arbeite. Mal abwarten. Birgit im Wohnzimmer. Also im Winter zum Beispiel, im Januar, Februar, im Schnee, dann ist draußen auf der Straße alles weiß. Die BSR kann die Wege zwar freiräumen, aber das macht sie nicht wirklich. Oft ist alles weiß und dann habe ich große Schwierigkeiten, alles zu sehen. Da habe ich schon Angst. Da sind zum Beispiel diese Hügel, wo der Schnee gesammelt wird, die sehe ich ganz schlecht. Es sieht ja alles glatt aus und wenn dann plötzlich doch so ein Hügel kommt, dann falle ich leicht. Wenn ich abends alleine nach Hause gehe, habe ich große Angst. Obwohl ich den weißen Stock dabei habe, habe ich trotzdem Angst. Und da kommen zum Beispiel Hunde an den Stock und ich erschrecke mich sehr. Und dann kommen manchmal auch Hörende und sprechen mit mir, aber ich kann sie nicht verstehen. Sie sehen den Stock und wollen mir helfen, aber ich verstehe sie nicht und die Kommunikation bricht dann ab. Gudrun, Birgit und Andreas stehen an der Ampel. An der Ampel muss ich immer warten. Ja, ich darf dich dort auch nicht alleine stehen, das muss ich begleiten. Ich weiß. Wieder im Wohnzimmer. Ich stand mit dem schweren Einkaufstrolley an der roten Ampel und ich wartete, bis sie grün wurde. Der Trolley war voll mit Einkäufen, er war schwer zu ziehen. Und dann ganz plötzlich kam die Feuerwehr ganz schnell angefahren und ist direkt an mir vorbei. Ich bin ganz knapp einem Unfall entgangen. Eine Blindenampel. Katja Fischer wird eingeblendet. Wir haben gesehen, dass Taubblinde oft Ampeln mit Vibrationsfunktion benutzen wollen. Aber häufig funktionieren diese nicht. Das ist nach wie vor so. Dieter steht mit Uwe an einer Ampel.
Eine blinde Frau ging über einen Zebrastreifen und ein Wagen mit Blaulicht kam, der musste ganz scharf bremsen und hupte dann laut. Sie reagierte nicht, also gab er Gas und fuhr sie einfach um. Sie fiel und dann später kam raus, sie war sehbehindert und taub. Na, das war ein Ding. Dieter im Café. Es gibt verschiedene Aschertypen. Bei Typ 1 sind die Leute immer taub geboren, genetisch bedingt. Aschertyp 2 ist schwerhörig. Typ 3 ist selten. Das ist bisher nur in Amerika und Finnland vorgekommen. Ascher gibt es bei den Hörenden gar nicht, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Beim Typ 1 fängt es schon so in der Pubertät an, dass sie weniger sehen. Im Durchschnitt fängt es so mit 9 Jahren, so mit Nachtblindheit an. Später verkümmert dann die Netzhaut. Sie haben auch Gleichgewichtsstörungen. Bei den Schwerhörigen fängt das Ascher-Syndrom so mit 20, 25 Jahren an. Sie haben auch keine Gleichgewichtsstörung. Ihr Hörvermögen bleibt gleich, aber sie sehen eben immer schlechter. Und beim Typ 3 wird dann beides schlechter. Sehen und hören. Uwe im Café. Es gibt viele verschiedene Kommunikationsformen unter Taubblinden und Menschen mit Ascher. Ascher Typ 1 ist taub geboren und meist mit Gebärdensprache aufgewachsen. Ascher Typ 2 ist schwerhörig geboren. Sie sprechen meist lautsprachlich. Das sind die zwei typischen Gruppen, gebärdensprachlich oder lautsprachlich. Es gibt aber auch im Typ 1 noch einige, die auch lahmen. Also in beiden Gruppen gibt es Lahmende. Und es gibt besondere Spezialfälle, die kommunizieren anders, mit der Hand auf dem Mund oder unterm Kinn. Schwerhörige, die nicht gebärden und hören können, nutzen Schriftdolmetscher. Sie benutzen einen vergrößerten Text und sie benutzen Lautsprecher, die möglichst nah am Ohr liegen. Dann hören sie es direkt und verstehen es auch. Es gibt also viele verschiedene Formen. Ein Artikel der Internetseite Taubenschlag. Überschrift: Freitod wegen Ascher-Syndrom. Uwe. Ich habe den Artikel im Taubenschlag gesehen. Freitod durch Ascher-Syndrom. Ich habe lang gegrübelt. Ich war geschockt. Ich habe das gelesen und fing dann an, noch genauer zu recherchieren. Leider hatte die Presse das nicht so genau geschrieben. Tatsächlich waren nämlich beide Brüder zusätzlich schwer krank. Sie hatten einige seltene Krankheiten und keine Chance auf ein Leben. Sie wollten den Freitod, Sterbehilfe. Die Presse sah aber nur das Ascher-Syndrom und schrieb, dass ihr Leben deshalb sinnlos sei. In Wirklichkeit war es aber gar nicht so. Aber da hatte es sich schon in der Öffentlichkeit verbreitet. Im Prinzip muss ich sagen, ich bin gegen Sterbehilfe beim Ascher-Syndrom. Natürlich ist es für Leute mit Ascher eine extreme Situation. Sie sind sehr isoliert. Sie sind deprimiert, weil sie an so viele Barrieren stoßen. Da ist Assistenz wichtig und Aufklärungsarbeit. Es gibt ein paar Beratungsstellen, dann kann die Frustration weniger werden. Foto von Uwe und Dieter in einem Seminarraum. Sie zeigen einen Flyer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Taubblinden und eine Figur einer Hand. Dieter im Café. Ohne Assistenz würde ich die ganze Zeit zu Hause sitzen. Dann könnte ich ja gar nicht raus. Das ist wie das Thema bei der Demo für die Aktion Taubblind mit dem Titel Isolationshaft. Viele haben auch große Angst. Ich muss oft alleine raus und ich hatte auch schon oft Unfälle. Ich bin gefallen, angestoßen, habe mir ungefähr 10-mal das Bein gebrochen. Ständig im Krankenhaus. Bestimmt schon 10-mal. Das ist eben ein hohes Risiko. Und mit Assistenz natürlich besser, klar. Uwe. Man muss sagen, dass Taubblinde oder Menschen mit Ascher in Deutschland schon stark isoliert leben. So wie überall. Das hat viele Gründe. Zum einen liegt es an der späten Diagnose, zum anderen an dem Mangel an Beratungsstellen, an zu wenig Mobilität und Kontakten. Viele leben isoliert. Und ein Hauptgrund ist auch, dass es einfach zu wenig Assistenz gibt. Daher gibt es ziemlich viel Isolation. Dieter. Es gibt 3 Seminare, 3 Ausbildungen in Deutschland. Recklinghausen, Nürnberg, Heilbronn. Die Dauer ist vom GFTB, dem gemeinsamen Fachausschuss, festgelegt auf 9 Monate bis 1 Jahr.
Ein Foto von Dieter. Er steht draußen und gebärdet. Er trägt eine Brille mit roten Gläsern. Uwe. Früher sprach man von Begleitern. Heute hat sich der Begriff gewandelt zu Taubblindenassistenz. Dazu soll es bald auch ein professionelles Berufsbild geben. Aber die Finanzierung für ihre Einsätze ist bis jetzt nicht gesichert. Das heißt, bisher läuft das ehrenamtlich. Vor einem Jahr waren die Krankenkassen die ersten, die Einsätze bezahlt haben, zum Beispiel beim Arzt oder im Gesundheitsbereich. Sie erkennen Assistenten an. Das ist der erste Schritt. Aber bei der gesellschaftlichen Teilhabe stoßen wir noch auf große Barrieren. Das heißt, bisher mussten Taubblinde ihre Assistenz selbst bezahlen. Das sind 40 Euro pro Tag. Das ist nicht gut. Von 40 Euro pro Tag kann die Assistenz nicht leben. Wenn man es zusammenrechnet, dann reicht es von vorne bis hinten nicht. Das ist einfach unmöglich. Sie muss Krankenversicherung zahlen, ihre Lebenshaltungskosten, ihre Miete und so weiter. Das ist mit der Summe nicht zu machen. Es braucht eine Anerkennung des Berufsbildes, vergleichbar mit anderen Berufen, den Gebärdensprachdolmetschern zum Beispiel. Das Gleiche muss auch ein Assistent bekommen. Es gibt einen großen Unterschied in den Aufgaben. Gebärdensprachdolmetscher sind das Sprachrohr. Sie dolmetschen Gebärdensprache in Lautsprache und umgekehrt und übersetzen dabei nur neutral. Assistenten aber sind meine Begleiter. Sie suchen zum Beispiel für mich. Sie sind meine Augen. Sie sind in meinem Alltag dabei beim Sport und selbstverständlich auch bei der Kommunikation, aber eben nicht so wie ein Dolmetscher. Sie unterstützen die Kommunikation. Bei einer Veranstaltung in der Taubengemeinschaft zum Beispiel, mit einem Vortrag, den ich besuchen möchte, sollte schon in der Einladung stehen, dass es einen Gebärdensprachdolmetscher und einen Taubengebärdensprachdolmetscher gibt. Beide sollten den Bereich Taubblindheit kennen. Beide sollten eine Zusatzqualifikation für Taubblinde haben. Das wäre gut. Dann hätte ich Dolmetscher für viele Veranstaltungen. Das gibt es aber im Moment nicht. Wir Taubblinde wollen eine langfristige Ausbildung für Taubblindenassistenten. Eine langfristige Dienstleistung für Taubblinde. Eine Ausbildung mehr Assistenten. Sie brauchen eine Doppelbesetzung. Vor allem bei langen Einsätzen über einen ganzen Tag. Alleine geht das nicht. Man braucht eine Doppelbesetzung. Es gibt noch viel zu tun. Das heißt, im Taubblindenbereich gibt es noch ein großes Loch. Es ist noch sehr viel zu tun. Dieter. Ich bin jetzt schon seit 10 Jahren erster Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Taubblinden, kurz BAT. Ich habe sie begründet und bin bis heute aktiv. Unsere Ziele sind mehr Öffentlichkeitsarbeit und natürlich auch Aufklärung und vieles andere weiteres. Wir konzentrieren uns im Moment vor allem auf das Merkzeichen TBL. Das wäre sehr wertvoll. Aber wir müssen uns im Moment immer noch anpassen an die Schwerbehindertenausweise. Da gibt es zum Beispiel gehörlos und blind gibt es auch. Aber beides zusammen ist nicht automatisch das gleiche wie TBL. Da gibt es große Unterschiede. Zum Beispiel, wenn ich technische Hilfsmittel will, dann blättere ich in einem Katalog für Gehörlose und finde nichts, was zu mir passt. Oder ich schaue nach Angeboten für Blinde und finde nur Sachen, die Audioinformationen liefern und ich höre aber nicht und stoße wieder überall auf Barrieren. Foto der Taubblinden-Demo. Uwe Zelle neben Sabine Springer auf der Bühne, Taubblinde in Isolationshaft auf einem Schild. Uwe. Taubblinde brauchen einen eigenen, einen spezifischen Hilfsmittelkatalog. Die brauchen das Merkzeichen TBL. Zum Beispiel bekommen Taube einen Wecker, den sie einstellen können. Für Hörende spricht der Wecker. Und wo bleiben Taubblinde? Taubblinde brauchen einen Spezialwecker mit Braille, Lesevergrößerung, einfache Einstellung. Taubblinde sind selbstständig, aber es gibt keine Wecker für sie. Genauso mit dem Kochen. Woher soll ich wissen, wann das Essen fertig ist? Manche Töpfe pfeifen, wenn es kocht. Aber wie soll ich das merken, ohne dass ich sie anfassen muss? Es müsste ein spezielles Signal für mich geben, wenn das Essen fertig ist. Das fehlt. Und so gibt es einiges, das noch entwickelt werden muss. Eine hörende Person hat vieles. Ein Arbeitsleben und so weiter, ganz normal eben. Taubblinde haben das eigentlich auch alles.
Aber es gibt zu viele Barrieren durch die Gesellschaft, die uns blockiert. Das ist zum Beispiel die Finanzierung der Assistenz, die unmöglich ist. Wir bekommen keine Arbeit, es gibt keine Dienstleistungen für Taubblinde. Wenn es das alles gäbe, dann wären wir mit den Hörenden tatsächlich gleichberechtigt. Dieter, das Hauptziel der Demo in Berlin war das Merkzeichen TBL für den Schwerbehindertenausweis. Dass es mehr Taubblindenberatungsstellen gibt, die Anerkennung von Taubblindenassistenz als Beruf und dass es Angebote für Taubblinde im Hilfsmittelkatalog gibt. Taubblindheit soll in der EU durch das EU-Parlament anerkannt werden. Dieter gebärdet auf der Bühne der Taubblinden-Demo. Aber wir verlangen, dass die Politiker hier in Berlin endlich die UN-Konvention nicht nur anerkennen, sondern auch umsetzen. Logo der Taubblinden-Demo am 4. Oktober in Berlin. Mach mit, komm nach Berlin. Taubblinden in Isolationshaft. Katja Fischer und ein Foto der Demo werden eingeblendet. Wir haben jetzt 6 taube Menschen kennengelernt. Wir haben etwas über ihr Leben, ihre Geschichten und ihre Barrieren erfahren. Sie haben von ihren politischen Kämpfen und ihren Zielen erzählt. Ich hoffe, ihr konntet etwas davon mitnehmen und könnt euch nun in ihre Situation einfühlen. Ich hoffe, ihr unterstützt nun auch ihre politischen Ziele. Ich möchte allen Tauben danken, die bereit waren, vor der Kamera zu erzählen. Außerdem möchte ich der Aktion Mensch für die finanzielle Unterstützung danken. Nur so war das Projekt möglich. Ein Dank geht auch an Ines Konietzko für ihre Arbeit an der Kamera und beim Videoschnitt. Ich danke auch den beiden Frauen, die den Ton und die Untertitelung gemacht haben. Ein Dank an alle. Dieser Film ist mit einer Audiodeskription für Blinde und mit einem Sprecherton für Hörende verfügbar, damit auch diese den Inhalt verstehen können. Und selbstverständlich ist er auch barrierefrei für alle gebärdensprachigen Menschen. Berlin und Köln 2013. Regie, Drehbuch und Moderation Katja Fischer. Video und Schnitt Ines Konietzko. Danke an die Mitwirkenden Sabine Springer, Birgit und Andreas Liebke, Gudrun Malowski-Sieke, Wolfgang Amadeus Haug, Laura Schwenkbeer, Uwe und Dieter Zelle. Sprecherton und Untertitelung Laura Schwenkbeer und Barbara Landsee.